Heute sollen sie zeigen, was sie können. Die zwei Roboter des Start-up Paltech. Den beiden 250 Kilo schweren rollenden Kisten hat das internationale Team sogar liebevolle Namen gegeben. This is Rossi. Okay, und der andere? Der andere ist Blue. Dann der Roboter. Rosi und Blue sollen Ampferpflanzen zerstören, rein mechanisch. Daran arbeitet das Team um Ingenieur Felix Schiek seit fast 4 Jahren. Heute sollen die beiden Roboter wieder mal getestet werden. Wie erfolgreich sind sie schon? Das ist bei Prototypen immer so, dass da häufig mal was nicht funktioniert. Deshalb haben wir hinten auf den Robotern normalerweise auch so eine Liste, wo wir Fehler notieren. Und dann steht da zum Beispiel, was der Fehler war, was da passiert ist, was davor passiert ist, was danach passiert ist, damit wir es eingrenzen können. Das ist der Gegner, die Ampferpflanze. Kühe und Pferde fressen sie nicht. So kann sie sich ausbreiten und immer größere Teile von Grünland nutzlos machen. Auf dem Milchviehbetrieb seiner Großeltern hat Felix Schiek angefangen zu tüfteln mit künstlicher Intelligenz. Für die hat er aber erst mal mühsam viele Ampferbilder gesammelt. Die ersten, die wir gemacht hatten, das war tatsächlich, dass wir wirklich übers Feld gelaufen sind. Da hatten wir noch keinen Roboter natürlich. Da sind wir dann mit den Handykameras oder mit einer GoPro übers Feld gelaufen. Darum sieht man auch ab und zu mal einen Fuß da drin. Aber da mussten wir es quasi wirklich alles manuell machen. Mittlerweile erkennt die KI die Pflanzen immer besser. Wo nicht, markieren Felix Schiek und sein Team die Ampferbilder von Hand und trainieren die KI immer weiter. Das Start-up ist vom Venture Lab der TU München nach Kempten gezogen, mitten in eine Grünlandregion, wo man immer leicht Ampferpflanzen und betroffene Landwirte findet. Ich hatte mir immer schon gewünscht, echte Probleme zu lösen. Daher fühle ich mich wirklich gut dabei, dass wir an was arbeiten, was wirklich ein potenzieller Gamechanger für den Biolandbau sein kann. Ob das so ist, beurteilen soll das Biolandwirt Elmar Kark. Bisher sticht er jede einzelne Pflanze von Hand. Die Herausforderung für den Roboter, dass er halt, er kennt das Zentrum. Wenn er jetzt in der Mitte fährt, ist natürlich schwierig. Er müsste nicht diese zwei Seiten erwischen. Ob Rosi und Blue das gelingt? Elmar Kark ist gespannt. Die Fläche, auf der sich die Roboter beweisen müssen, gehört zum Spitalhof Kempten, einem Forschungs- und Versuchsgut. Los geht's. Die Roboter fahren selbstständig die Wiese ab, das Team überwacht sie. Eine Kamera vorne am Roboter analysiert einen 2 Meter breiten Streifen. Erkennt der Roboter eine Ampferpflanze, bleibt er stehen. Ein spezieller Bohrer, den wir nicht genauer zeigen dürfen, positioniert sich und zerstört die Pflanze samt Wurzel bis 15 cm tief in den Boden. Am Schluss kommen noch Grassamen auf das Loch und fertig. So die Theorie. Jetzt kommt der strenge Blick des Landwirts. Und da hat er jetzt ja quasi zweimal gebaut, oder? Genau. Das war ja auch eine größere. Und da, der hat wahrscheinlich 2 Zentren gehabt, also wie die Blätter auch angeordnet waren. Und da gleich dreimal? Gleich dreimal, genau. Also hier ist ja eine Zone mit relativ viel. Ja. Und die außerhalb, das sind dann quasi die außerhalb der Arbeitsbreite sind, die merkt er sich jetzt bei dem Durchgang. Mhm. Und nachher können die dann gezielt angefahren werden. Die Ergebnisse machen dem Biolandwirt Hoffnung, dass die Roboter das lästige Ampferstechen bald übernehmen können. Wir sind jetzt dran und sind da guter Dinge, weil ich meine, der Erfolg liegt ja auf der Hand. Und es geht jetzt bloß noch ums Feintuning mehr oder weniger. Ja, genau. Ja. Die Roboter zerstören den Ampfer, der auf ihrem geraden Weg liegt, und markieren die Ampferpflanzen, die nebendran wachsen, für einen gezielten zweiten Durchgang. Das funktioniert. Nur bei vielen Ampferpflanzen nebeneinander oder seitlich wachsenden Wurzeln wird's schwierig. Ja, leider. Wir können ja nicht mit dem Roboter auch so mit den Händen rumwühlen, denn er hat keine Hände. Dann bleibt auch ab und zu bei solchen größeren Nestern auch was übrig. Trotzdem sind die ersten Ergebnisse vielversprechend. Pro Minute zerstört ein Roboter mechanisch eine Ampferpflanze, inklusive Weg. Konventionelle Landwirte können Ampfer bereits seit ein paar Jahren mit Bilderkennung gezielt chemisch bekämpfen. Ein Service, der viel gebucht wird. Die haben Aufträge nach und nöcher, oder? Und wenn man da auch was, wenn man es automatisieren könnte im Bio-Bereich, wären wir natürlich alle froh, wenn wir da was hätten. Ja.
Die Roboter des Start-ups sind bereits stark nachgefragt und hauptsächlich im Allgäu bei Feldversuchen unterwegs. Auf Vertragsnaturschutzflächen und bei Biolandwirten. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.